Schön, dass ihr alle da seid. Responsive Design ohne Media Queries ist das Thema heute. Ich werde natürlich gleich ein bisschen sagen, was ich in dem Talk vorhabe. Es freut mich, dass wieder so viele von euch gekommen sind. Heute Morgen bei dem anderen Talk waren ja schon einige da, die ich jetzt hier wieder erkenne. Deswegen ein paar Worte einfach zu mir, dass ihr einordnen könnt, wo ich so herkomme. Also mein Name ist Jonas, ich bin Designer, Developer, Writer. Ich habe ein Unternehmen gegründet, was ich aus einem Blog heraus entwickelt habe. Ich habe früher ein bisschen was im Bereich Fachliteratur gemacht, mache jetzt hauptsächlich Seminare, Workshops, Kundenberatung und so weiter. Das heißt, auch diese Kombination aus Design, Code und Text ist mir halt persönlich sehr wichtig. Und ich bin bei den Projekten, die wir in der Agentur aktuell umsetzen, dann eher so ein bisschen beratend tätig. Aber es würde jetzt kein komplettes Projekt mehr bei mir auf dem Tisch liegen, weil ich dafür einfach durch Workshops und so weiter an anderer Stelle zu stark eingebunden bin. Das ganze Thema Responsive Design begleitet mich eigentlich, seit es ja auf dem Markt unter diesem Namen her bekannt ist. Ich habe schon 2008 Artikel oder vielleicht sogar schon ein bisschen früher. Das iPhone ist, glaube ich, 2007 auf den Markt gekommen. Jetzt müsst ihr mich blamen, wenn das nicht stimmt. Aber da gab es dann eigentlich schon so eine Tendenz hin, wir wollen eine angepasste Darstellung haben. Da gab es nur noch nicht diesen Begriff Responsive Design. So deswegen, aber es gab schon vorab eine Entwicklung, da haben wir uns sehr, sehr früh schon mit beschäftigt, weil es immer darum ging, dass wir die beste Web-Experience auf dem jeweiligen Gerät hinbekommen, unabhängig davon, ob wir das jetzt Responsive nennen oder dann später gab es ja diesen Streit, heißt das jetzt Responsive oder Adaptive, Responsive Design, Responsive Layout, Adaptive Design, Adaptive Layout. Da gab es ja auch durchaus Irritationen in der Szene, nenne ich das jetzt mal, dass eigentlich zwei Experten gar nicht mehr so richtig dieselbe Sprache gesprochen haben, weil es sehr kleinteilig wurde von den Begrifflichkeiten her. So, aber das ganze Thema Responsive Design begleitet mich eben schon mittlerweile, ja, es sind dann doch schon 10 Jahre, seit Responsive Design erfunden worden ist eigentlich, also fast, ist einige Zeit ins Land gezogen. Aber es ist nach wie vor ein relativ komplexes Thema und es gibt im Jahr 2019 eben neue Lösungen, wie wir das ganze Thema angehen können. Darum geht es heute. Ich möchte einmal die Entwicklung zusammenfassen, wirklich nur in kurzer Zusammenfassung, damit man eine Einordnung hat. Ich denke, dass grundsätzlich das ganze Thema ein entsprechendes Bewusstsein hier hat. Ja, und dann werden wir auf verschiedene Techniken schauen. Also Inline-Block, Viewport-Height, Typografie-Sachen, Quantity-Queries, Multi-Columns, Flexbox und Grid. Also eine bunte Mischung verschiedener CSS-Techniken. Ich nenne das dann immer so schön Grab and Go. Das heißt, ihr könnt diese Code-Snippets, die ich in dieser Präsentation habe, die lade ich im Nachgang dann irgendwann, ich setze mich gleich irgendwo da hinten hin und lade die hoch. Und dann könnt ihr diese Snippets da rausnehmen und die funktionieren auch bei Projekten. Das ist also Production Ready, was da gezeigt wird, sofern eine Technik wie Flexbox oder Grid für euch Production Ready ist. So, ja? Also wenn ihr sagt, Grid geht jetzt noch nicht bei einem Projekt, dann wäre das so ein bisschen in Klammern zu setzen. Aber es ist jetzt nichts, wo ich sagen würde, das ist irgendwie ein Hack oder irgendwas, wo man sich so unsauber fühlt als Entwickler. Also ich zumindest nicht. Also das müsst ihr dann bitte sagen, wenn ihr da anderer Meinung seid. Ich freue mich immer über Diskussionen zu dem Thema. Und wir hatten das Thema heute Morgen in der Keynote, wir hatten es gerade in der Diskussion auch nochmal. Ich zeige Sachen, die ohne JavaScript funktionieren. Dann soll accessible sein und wenn ich das mit CSS lösen kann, dann ist mir diese Variante lieber. Ich war hier vor 2 Jahren, 2 Räume weiter, und habe was zum Thema Element Queries gezeigt, wie man mit JavaScript was überbrücken kann, was man halt gerne hätte, was in CSS nicht existiert und so weiter. Da ging es um ein ähnliches Thema eben mit JavaScript-Hacks und so weiter. Es hat sich nicht allzu viel in dem Bereich getan, was JavaScript-Krücken angeht, aber es gibt eben Tricks mit Hilfe von CSS, die wir uns heute anschauen werden. Und mir ist eigentlich auch ganz wichtig, hier so Sachen wie Flexbox und Grid, die ich hier so ein bisschen ans Ende auch gesetzt habe. Ist immer schön, wenn ich das mit Flexbox und Grid machen kann und die interessantesten Sachen werden wir dann wahrscheinlich auch mit diesen beiden Techniken kennenlernen, aber wir können schon richtig viel erreichen, wenn wir einfach HTML und CSS Basic tief verstehen. Also Block, Inline, Inline-Block, was sind die Unterschiede, was ist Position, Static, Relative, Absolute, was macht der ganze Kram denn eigentlich und nicht irgendwie in den DevTools so lange rumprobieren in der Liste, bis es am Ende da ist, wo man es gerne hätte. Dann werde ich auch mit Block und Inline-Block schon relativ viel Flexibilität hinbekommen, ohne dass ich da komplexe Technik draufsetzen muss. Und es geht in so eine ähnliche Richtung wie das, was wir eben heute früh auch in der Keynote kennengelernt haben,
dass das Web eigentlich ja immer schon responsive war, wenn ich mir nur HTML angucke ohne CSS. Natürlich habe ich kein schönes Layout, aber kaputt gemacht haben es dann eigentlich die Designer, die Print-Layouts aufs Web angewendet haben und jetzt musste das Ganze wieder zurückgelernt werden. So, ja, aber es war eigentlich schon mal auf einem ganz guten Weg und dann sind wir so ein bisschen vom Pfad der Tugend abgekommen. Also ich bin jetzt kein großer Fan davon, die modernste Technik da drauf zu knallen, wenn es halt mit Basic-Sachen auch schon zu einem guten Ergebnis führt. Aber ich werde einen hoffentlich ganz guten Überblick vermitteln. Ja, 25.05.2010. Einfach nur, dass man das Datum nochmal hat. Ich werde da jetzt nicht allzu tief ins Detail gehen, aber das war natürlich der Punkt, an dem Responsive Design das Licht der Welt erblickt hat unter diesem Begriff Responsive Design. Ethan Market hat diesen Artikel hier geschrieben, der ist dann entsprechend populär aufgenommen worden, sodass das Thema eine gewisse Dominanz bekommen hat. Und es wurden in diesem Artikel drei Charakteristika definiert, die seither eigentlich für Responsive Design stehen. Und zwar einmal Flexible Media. Flexible Media war wichtig, weil Standard HTML, wir haben es ja gesehen, grundsätzlich schon flexibel ist. Wenn ich guten HTML-Code schreibe, ist der flexibel, aber nicht Media da drin, also Bilder. Die haben die Größe, die man eben in Photoshop seinerzeit abgespeichert hatte. Und deswegen war das eine Besonderheit. Ich musste eine Zeile CSS-Code schreiben, Max-Width 100% für ein Bild. War super neu, super fancy 2010. Und dann war das Bild flexibel. Aber es war eben notwendig, damit ein eigentliches HTML-Dokument responsive sein kann. Dann hatten wir zum damaligen Zeitpunkt Gestaltungsraster, 12 Spalten, 960 Pixel Breite. Das war so Mainstream. Und die waren natürlich fest von dem Gestaltungsraster. Da musste ein Umdenken stattfinden, was eigentlich bis heute bei vielen Designern da man zumindest noch ein bisschen Schwierigkeiten auslöst, dass alles auf Prozentwerten basiert. Also Fluid Grid war oder Flexible Grid war die zweite Voraussetzung. Und dann, wenn ich etwas habe, was ich zusammenschieben kann, also das, was auch in Sketch und in XD und so weiter als responsive verkauft wird, aber eigentlich nur Fluid ist, dann brauche ich noch etwas, um plötzlich umstrukturieren zu können. An einem Punkt, dass etwas schlagartig passiert, und das ist eben der Breakpoint, der kann relativ stark sichtbar sein, in Form von ich layoute richtig Content-Blöcke untereinander. Das kann aber auch ein Qualitäts-Breakpoint sein, im Sinne von ich tausche eine Grafik aus, einfach nur, weil ein hochauflösendes Display kommt und ich sehe das jetzt nicht so stark, außer dass die Qualität sich verbessert. Aber wenn es schlagartig passiert, dann wäre es der Breakpoint und ansonsten habe ich dazwischen etwas, was fluid ist. Und Media Queries sind die zentrale Technik für Responsive Design gewesen. Das heißt, Responsive Design ohne Media Queries war eigentlich so in der Form nicht vorstellbar und auch nicht, ich sag mal so, erfunden von Ethan Market in seinem Artikel. Das war einfach Kerndefinition. Schauen wir uns an, wie CSS-Layouts sich in den letzten Jahren entwickelt haben, also von 2010 so bis heute. Also als Responsive Design auf den Markt kam, hatten wir hauptsächlich Float. Das haben wir dann umgelernt. Das war damals natürlich als allererstes war das noch pixelbasierte Floats und wurde dann auf Prozentwerte umgelernt. Also das, was 2010 am Anfang noch von einem Designer mit, ich sag mal, eine Seite hat 1000 Pixel Breite, mein Content hat 600 Pixel und meine Seitenleiste 400 Pixel, so, wurde dann umgelernt auf maximale Breite 1000 Pixel und da drin 60% und 40%. Ja, also das wurde so übertragen und waren dann letztendlich Prozentwerte, aber eigentlich war das Ganze Float-basiert in Prozentwerten aufgebaut. Daraus haben sich dann Frameworks gebildet, also sowas wie Foundation und Bootstrap, die aber eigentlich in der frühen Phase auch Float-basiert waren und eigentlich nur mir die Mathematik abgenommen haben. Die haben eben ganz viele Spalten in Prozentwerten für verschiedene Anordnungen mir bereitgestellt als Code, weil ich halt selber zu faul bin, mir das alles auszurechnen. So, das war so die Arbeitsersparnis an der Stelle. Das war aber eine Float-Technik mit Prozentwerten. Und Prozentwerte haben nun mal die Eigenschaft, dass sie sich nicht einfach so ändern. Aus 50% werden nicht plötzlich 100% an einem bestimmten Punkt, sondern das musste ich schreiben. Wenn ich also wollte, dass der Content 60% Breite hat und die Seitenleiste 40, jetzt schiebe ich das alles zusammen. Jetzt brechen die untereinander an einem bestimmten Punkt, dann musste ich diesen Punkt ja definieren. Ich musste sagen, bei 600 Pixel Breite möchte ich, dass die untereinander rutschen. Und dann musste ich neue Prozentwerte vergeben. Also jetzt sollen die untereinander sein, beide über die volle Breite. Also habe ich geschrieben, Breakpoint bei 600 Pixeln, Content und Seitenleiste, Breite 100% und habe das händisch dahin geschrieben. Das Schlimme an der Sache ist, dass die Breakpoints dann häufig auf Geräte gesetzt wurden. Das heißt, man hat den Breakpoint, den ich jetzt gerade bei 600 Pixeln mir ausgedacht habe, den hat man
zum Beispiel an die Stelle gesetzt, weil ein iPad zufällig eine Breite von 768 Pixeln hat. Das heißt, da hat man den Breakpoint hingesetzt und damit eigentlich für bestimmte Geräte gelayoutet. Viel besser wäre es, wenn der Breakpoint an der Stelle wäre, wo der Content, wo man sieht, dass das nicht mehr gut ausgesehen hat, und da wäre der Breakpoint gesetzt. Das ist auch was, was nach wie vor wichtig ist, was sich aber damals auch schon so entwickelt hat. Aber was ich eigentlich unterm Strich sagen möchte, es war auf Floats basiert, wir haben händisch Breakpoints gesetzt und alle Werte neu vergeben. Das kann ich dann mehr oder weniger smart machen. Dann kam Flexbox. Und bei Flexbox ist es schon eine ganze Ecke anders, denn ich habe drei Schlüsseleigenschaften, und zwar Grow, Shrink und Basis. Und die unterscheiden sich deutlich von einem Prozentwert. Denn wenn ich innerhalb einer Flexbox einem Element sage, deine Flex Basis ist zum Beispiel 200 Pixel, dann bedeutet das, der Ausgangswert dieses Elements ist 200 Pixel. Und dann kann ich mit Flex Grow und Flex Shrink dem Element Eigenschaften geben, ob es wachsen oder schrumpfen darf. Da gibt es natürlich Standardwerte für, was in der Flexbox passiert. Aber da fing es an, dass diese Prozentwerte aufgebrochen sind. Und damit kann ich es hinbekommen, dass Elemente, ich sag mal, einen Raum einnehmen, der mir zu einem anderen Zeitpunkt möglicherweise noch gar nicht bekannt war. Einfach dadurch, dass ich sage, hey, du darfst wachsen, immer oder immer schrumpfen. Nur, dass ihr das schon mal im Hinterkopf habt, das werden wir nachher brauchen. Aber das ist eben etwas anderes, ob ich Prozentwerte habe oder Flex, Grow, Shrink und Basiswerte. Und in CSS Grid ist es so ähnlich. Da gibt es die Einheit FR, die steht für Fraction und bedeutet, sie nimmt immer den Raum ein, der übrig bleibt, wenn ich, jetzt mal, ich sag mal, grob formuliert, wenn ich andere Werte abziehe. Ja, also wenn ich meinen gesamten Bildschirm zum Beispiel nehme und ich sage, ich habe zwei Spalten, die eine ist 200 Pixel und die andere ist ein FR, dann ist ein FR immer Breite meines Browserfensters minus 200 Pixel, egal wie groß der Wert ist. Also das, was übrig bleibt, flexible Einheiten. Es gibt Einheiten wie Min-Content, Max-Content, die sich am Inhalt orientieren und so weiter. Es wird also extrem variabel und entfernt sich immer mehr von Pixel-Perfect eigentlich. Also die Flexbox zum Beispiel funktioniert standardmäßig so, dass wenn ich einen Flex-Container aufmache und ich packe da drei Elemente rein und sage den allen dreien, ihr habt eine, sag mal, Breite von 50%, was nicht passen würde, dann sind die trotzdem nebeneinander mit 33%, weil der Flexwert standardmäßig auf Shrink steht und die Elemente runterzwingt, weil die Flexbox versucht, die Fehldarstellung zu vermeiden und sagt, hey, der hat zwar gesagt 50%, aber 50% dreimal passt nicht nebeneinander. Also weiche ich ab von dieser Eigenschaft und zwinge das auf eine Darstellung, die keine Fehldarstellung macht. Und das kann ich natürlich dann alles beeinflussen, aber die Standards dieser neuen Layout-Techniken sind extrem flexibel und diese beiden Techniken existierten de facto nicht, als Responsive Design erfunden worden ist. Ja, das ist der entscheidende Unterschied. Deswegen haben wir lange Zeit Krücken benutzt, um irgendwie das, was wir wollten, mit Flow-Techniken uns zusammenzubiegen. Aber jetzt stehen Techniken zur Verfügung, die Native Responsive Design sozusagen in der Spezifikation eingeatmet haben, wenn man so will. Die zweite Entwicklung, die in den letzten 10 Jahren sehr rapide zugenommen hat, ist die Entwicklung hin zum Designsystem. Es fing an mit sogenannten Responsive Layout Pattern. Das ist jetzt auch nur, ich sag mal, im Rahmen dieses Talks runtergebrochen auf die Zeit, die mir zur Verfügung steht. Aber das war hier, man sieht es, 2012. Da gab es eine Website, diese hier, Media Queries. Geh mal kurz da drauf, dass man die auch nochmal sieht. Ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt, wann die das letzte Mal gepflegt worden ist, aber es ist hier mediaquery.es. Und da hat man sich angeschaut, als Responsive Design so neu war, wie layouten die Leute denn im Responsive Design, und haben dann eben hier so 4 exemplarische Größen rausgenommen und mal geguckt, wie die das so machen. So, und dann hat sich der Betreiber dieser Seite ganz viele Beispiele, die auf Media Queries hochgeladen wurden, angeschaut und hat daraus Pattern abgeleitet. Also Muster, wie der Content fließt, also was die Leute machen mit der Technik Responsive Design. Und diese Pattern haben Namen bekommen. Das bekannteste Pattern ist Mostly Fluid, auch wenn es häufig nicht unter dem Namen bekannt ist. Aber das bedeutet, dass wenn zwei Elemente nebeneinander sind, dass das rechte runterrutscht. Ja, wenn es nicht mehr passt, bricht immer die rechte Seite runter, sodass das, was auf dem, auf einem großen Screen oben ist, auf dem Smartphone
oben ist. Und dann entsprechend unserer westlichen Leserichtung geht sozusagen die Informationsdichte von oben links nach unten rechts durchs Layout auf dem Smartphone von oben nach unten und am Desktop diagonal. Das leichteste vorstellbare Pattern ist das, was am häufigsten verwendet wurde. Es hat aber einen Namen, es heißt Mostly Fluid, ist überall dokumentiert. Auch wenn ich mir die Google Developer Foundation angucke für Responsive Design, das erste, was da steht, ist, mach alles flexibel. Das zweite, was da steht, ist, es gibt Layout-Pattern und eines davon ist dieses. Column Drop wäre ein zweites gewesen. Ich muss die jetzt nicht alle durchgehen, aber da ist es so, das, was am Desktop in der Mitte ist, nicht links, ist das, was am Smartphone oben ist. Ja, das sind so verschiedene Sachen, die sich gebildet haben. Das sind eben Layout-Pattern, die haben einen Namen bekommen. Bekannt ist es dann eben noch hier, Layout Shift gab es noch oder eben relativ bekannt auf Canvas, dass von der Seite was reinfährt. Ist wahrscheinlich am bekanntesten vom Namen, aber das war so das Erste, was sich entwickelt hat. Und dann haben sich daraus immer kleinere Einheiten gebildet. Das Erste, was man sich angeschaut hat, war so das ganze Layout. Wie wird denn da so gearbeitet? Und dann kam Designer, in diesem Fall auch schon Brad Frost, übrigens der Erfinder oder zumindest der Namensgeber von Atomic Design. Der hat angefangen, Responsive Pattern zu dokumentieren, nach einem ähnlichen Prinzip. Der hat auch hier wieder Mostly Fluid und so weiter dokumentiert, aber der hat sich dann angeschaut, sozusagen eine Etage kleiner, innerhalb des Layouts, wenn ich zum Beispiel eine Navigation habe, was machen die Leute denn, um eine Navigation auf verschiedene Displaygrößen zu bekommen? Ah, okay, wenn es nicht passt, dann packen die Navi einfach untereinander oder die machen einen Button und ich klicke drauf und es fährt auf und zu oder die schieben die nach rechts oder links oder oben oder die bauen eine Priority Plus Navigation oder die scrollen horizontal. Also 1000 Lösungen, was ich mit einer Navi machen kann. Das ist ein Responsive Pattern gewesen und die sind dann zum Beispiel hier dokumentiert, wenn ich also zum damaligen Zeitpunkt, so 2012, 2013, eine Website hatte und ich wusste, okay, die hat eine Breadcrumb-Navigation und die Breadcrumb-Navigation ist so lang, aus schrecklichen Gründen der Informationsarchitektur, dann könnte ich auf diese Seite gehen und gucken, ah, das sind sozusagen typische Lösungen, was mit einer Breadcrumb-Navigation gemacht wird, etablierte Pattern und dann könnte man die sich angucken und daraus möglicherweise eine eigene Idee ableiten. Diese Kombination ist dann in Frameworks eingeflossen. Das heißt, in den Frameworks war dann ein Gestaltungsraster drin, plus exemplarische Pattern. Welche? Das haben die Entwickler der Frameworks sich ausgesucht. Ja? Also, dass Bootstrap diese Pattern hat und Foundation diese Pattern, das haben die Entwickler dieser Frameworks sich ausgedacht. Deswegen gab es ja so viele verschiedene. Aber das war dann so die Kombination. Und dann wurde es kleinteiliger mit Atomic Design und so weiter. Denn da ging es ja darum, das noch stärker aufzubrechen. Das ist jetzt ein Beispiel von Brad Frost aus dem Atomic Design, wo man eben alles in die kleinste vorstellbare Einheit auflöst. Die nannte man dann eben Atome. Das waren zum Beispiel hier Icons oder Texte oder Bilder. Und aus diesen kleinsten Einheiten baut man etwas größere. Das sind dann Moleküle wie so ein Header. Dann Organismen, wieder eine Kombination aus den Teilen. Ich denke, das Prinzip von Atomic Design ist im Kern soweit klar. Das ist jetzt auch nicht essentieller Bestandteil dieses Talks. Aber die Systematik ist die gleiche. Und das ist das, was man auch verstanden haben muss bei dem Aufbau von modernen Web-Layouts. Man muss nicht Atomic Design nachbeten, wie das jetzt in dem Buch genau geschrieben ist und wie das gemacht ist. Man muss das Prinzip verstanden haben, dass sich alles aus der Kombination kleinerer Teile zusammensetzt und dass man damit billiger ein besseres Ergebnis bekommt. So, das ist das, was ich ja mache. Das Tool, das ist ja ein Konzept, was mir helfen soll und nicht mich ausbremsen soll, weil ich das so super schwierig finde, das zu machen. So, wenn ich so ein Problem habe, dann ist es vielleicht einfach gerade nicht das richtige Werkzeug für das, was ich eigentlich erreichen möchte. Und dann kam eigentlich im letzten Schritt, ich hatte die Grafik heute früh auch schon mal, weil ich sie so schön finde, also ihr kennt sie dann schon, ich hätte sie gerne selbst gezeichnet, die gefällt mir auch vom Stil sehr gut, habe ich eigentlich den aktuellen Stand, und zwar Designsysteme, bestehend aus einem Style Guide, wo Farben, Icons, das Raster hier wieder und Typo so relativ allgemein drin dokumentiert sind, plus die Component Library, also eine Pattern Library, wo eben drin steht, Artikel verhalten sich so, Listen so, Buttons so und so weiter. Und wenn ich hier solche Elemente habe, wie zum Beispiel eine Navigation oder eine Gallery, also etwas, was eine gewisse Komplexität hat, dann
wäre es zumindest wünschenswert, dass diese kleinen Teile in sich auch schon Breakpoints haben. Das heißt, es gibt ja gar kein Layout, was jetzt hier groß dokumentiert ist, sondern ich sage, diese Navigation, wenn die Punkte nicht mehr nebeneinander passen, dann sollen die, egal an welcher Stelle das ist unerheblich, dann ist das Pattern, dass ein Button entsteht und wenn ich draufklicke, sehe ich die Navigationspunkte. Ja, die hat also diese zwei Zustände. Das steckt dann in dieser Component Library drin, die kann ich in sehr guter oder sehr schlechter Qualität aufbauen und dann wird das Ganze zum Designsystem ganz einfach dadurch, dass noch viel mehr drumherum an Sprache, an Regeln, an Verständnis, an Dokumentation auch von Bewegung, Informationsarchitektur, wie darf ein Button beschriftet werden und so weiter dazukommt. Es ist also nicht einfach nur eine technische Component Library plus ein visueller Style Guide, sondern es ist noch das ganze Thema Sprache und Kultur eigentlich auch mit dabei. Eben wieder unten links in der Ecke sieht man es als Ziel, um mein Projekt besser umsetzen zu können. Das heißt, das Designsystem bedient das Produkt eigentlich. Und das Problem mit den Media Queries in dieser veränderten Welt, ja, das ist ganz einfach. Die sind, also es gab Flexbox schon von der Spezifikation her früher, ja, aber ich sag mal, als Responsive Design auf den Markt gekommen ist, war das nicht praxistauglich. So, deswegen hat das nicht gut zusammengepasst, aber ich habe es jetzt hier mal zusammengefasst mit Media Queries sind eigentlich an der falschen Stelle zeittechnisch erfunden worden und deswegen machen sie nicht das, was wir haben wollen. Ja? Flexbox und Grid ist zu spät gekommen und wenn ich mir jetzt Stand 2019 angucke, wie ich Weblayouts baue, dann haben sich die Regeln einfach geändert, weil die Technologie besser geworden ist. Ich frage mit dem Media Query zumindest, was mein Layout angeht, ich kann ganz viele Sachen abfragen, aber ich frage in der Regel nach dem Viewport. Und in einem Designsystem, wo ich alles in kleine Teile auflöse und in Komponenten denke, interessiert mich der Viewport nicht. Ich möchte eine Navigation und die hat zwei Zustände. Und zwar Button, ich klicke drauf und die geht auf und zu. Und dann an einem bestimmten Punkt, den möchte ich gerne einzeln für die Navigation definieren können, ändert die ihren Zustand und ist nebeneinander. Und das, ob das jetzt auf dem großen oder einem kleinen Bildschirm passiert, ist eigentlich egal. Die Komponente soll an jede Stelle in meinem Designsystem soll die eingesetzt werden können und soll dieses Verhalten haben. Aber ich möchte nicht mit Media Queries abfragen, ist das ein großer oder ein kleiner Bildschirm und daraus dann Rückschlüsse ziehen. Das funktioniert einfach nicht gut. Ich habe ein Beispiel, was ich von meinem Talk vor zwei, drei Jahren hier noch mitgebracht habe, wo man das hoffentlich ganz gut erkennen kann. Ich habe eine ganz simple Komponente, die ich später auch nochmal zeigen werde, und zwar die sogenannte Card. Die Card ist eine UI-Komponente, die besteht aus einem Bildbereich und dann darunter irgendwie so Text und Call-to-Action-Kombination ist so eine der meistverwendeten Komponenten, die es gibt. Und die hat zwei Zustände. Und zwar, ich habe einmal das Bild oben und den Text unten. Wenn die Card relativ schmal läuft und dann, wenn mehr Platz für die Card zur Verfügung steht, dann soll die Card diesen Zustand einnehmen, weil es sonst scheiße aussieht. Das ist der einzige Grund. Ja? Das Bild würde viel zu breit, der Ausschnitt würde sich ändern, ich würde nur Probleme bekommen, da passende Bilder zu finden. Der Text würde zu lang laufen, die Leselänge wäre nicht eingehalten. Das heißt, dieser Breakpoint hat nichts mit der Displaygröße zu tun, der hat mit dem Content dieser Komponente zu tun. Deswegen habe ich diese Lösung erfunden. Diese Lösung hier werde ich nicht sehen bei Billigprojekten. Die sehe ich nicht bei billigen WordPress-Themes, die sehe ich nicht, wenn jemand keine Lust hatte, sich um diese Details zu kümmern. Und das werdet ihr gut kennen, wenn ihr viel auf einem iPad im Hochformat in der Gegend rumsurft. Denn da hat man diese Breite, wo häufig so Kompromisse entstehen. So Tablet im Hochformat ist so eine der unglücklichsten Lösungen. Jetzt könnte ich das ja immer weiter auseinanderziehen, hier diese Ansicht, und dann würde irgendwann wieder das Problem bestehen, dass die Zeilen zu lang werden und das Bild den Ausschnitt sehr unglücklich trifft. Also sage ich, es wird zweispaltig und ich habe zwei Komponenten nebeneinander, aber jetzt hat die ja wieder weniger Platz als hier. Also soll sie eigentlich wieder ihren ursprünglichen Zustand einnehmen. Und jetzt fangen Media Queries an, halt richtig ätzend zu werden, weil ich nämlich ja immer die Displaygröße abfrage und jetzt möchte ich aber ja nicht diese Abhängigkeit im Sinne von, ich habe einen relativ großen Bildschirm und daraus schließe ich, ich möchte die große Ansicht dieser Card. Das wäre ja falsch. Ich habe einen großen Bildschirm, aber ich möchte die kleine Ansicht der Card. Das ist genau das gleiche Problem, was bei Bildqualität in einem komplexen Gestaltungsraster das Problem ist, dass ich auf kleinen Geräten plötzlich eigentlich die größten Bilder habe. Ja? Und auf einem großen Display, wo ich 5 Spalten nebeneinander habe, habe ich eigentlich relativ kleine Bilder. So, das ist ein ähnliches Problem und ich hätte halt gerne eine Komponente, die in sich einen Breakpoint hat. Diese Technik, die wir da an der Stelle gerne hätten, wäre ein sogenannter Element Query.
Das ist das, wo ich vor 2 Jahren drüber geredet habe, was ich mit JavaScript mir dahin biegen kann, dass das irgendwie so funktioniert. Aber wir schauen uns heute an, was wir mit CSS machen können. Aber das ist sozusagen das Problem, was ich habe. Das ist das Problem, weswegen der Media Query nicht mehr das Mittel der Wahl ist. Weil ich auch nicht mehr in diesen 3, 4 Geräteklassen denke. Smartphone, Tablet, Desktop. Gut. Und natürlich Media Queries erzeugen, dadurch, dass ich das alles wieder neu schreiben muss, diese ganzen Abhängigkeiten berücksichtigen muss, erzeugt er mir natürlich viel zu viel Code. Bedeutet für mich, richtig gutes Responsive Design, wo die ganzen Details gemacht werden, ist nach wie vor super komplex, super schwierig, es muss einfach viel getestet werden, aber es ist sehr einfach geworden, ich sag mal, Standard Responsive Design zu machen, ja, weil die Frameworks mir da helfen. Aber wenn es komplexer wird, dann ist es nach wie vor relativ schwierig, was zum Beispiel auch eine gute Code-Qualität angeht. Wenn ich Media Queries 2019 einsetze, sollte ich mir überlegen, brauche ich sie überhaupt oder gibt es eine bessere Lösung? Ich sollte die Breakpoints, die ich setze, immer inhaltlich oder komponentenbasiert abhängig machen, auf gar keinen Fall von einem Gerät. Geräte ändern sich. Ich habe jetzt hier in dem Rucksack ein iPad Pro. Ein iPad Pro ist von der Displaygröße nicht ein normales iPad. Ist kein iPad Mini, die Dinger können Splitscreen. Das heißt, selbst die Geräteklasse iPad existiert mittlerweile in zahlreichen Größen. Ja, also es war immer schon so, das hat mit dem Talk heute nichts zu tun. Es war keine Best Practice, Breakpoints auf typische Geräteklassen zu setzen oder Gerätegrößen. Ja, also pro UI-Komponente setzen. Element Queries, habe ich gerade was zu gesagt, ist eine JavaScript-Technik, mit der ich sowas überbrücken kann, aber ich hätte es natürlich gerne ohne JavaScript. Okay. Ich habe ein paar Code-Snippets dabei. Beginnend bei was ganz Simplem hin zu einem komplexeren Beispiel, wo ich am Ende natürlich hinkomme. Und das allererste, um zu gucken, wie das jetzt hier auch so insgesamt vom Code-Verständnis dann so aussieht, ist folgendes. Und zwar, das hat jetzt gar nichts direkt mit dem Layout zu tun, aber es hat damit zu tun, dass ihr euch selbst prüfen könnt, wie tief das Verständnis, denn ich habe hier gerade ein bisschen Schwierigkeit mit der Auflösung, wie gut euer Verständnis für Block und Inline und so weiter ist. Also, was ich gerne hätte, ist eine Bildunterschrift. Und wenn diese Bildunterschrift relativ kurz ist, bedeutet kürzer als das Bild, was da oben drüber ist, dann soll sie zentriert sein. Wenn ich jetzt aber eine mehrzeilige Bildunterschrift habe, dann möchte ich nicht mehr, dass die zentriert ist, sondern dann soll sie linksbündig sein, weil es einfach nicht gut aussieht, wenn ich mehrzeiligen Text zentriere. Das Beispiel habe ich schon vor relativ langer Zeit mal gepostet und das ist das, was ich gerne hätte. So, ich hoffe, man kann das hier einigermaßen erkennen. Ich kann hier mal von der Größe auf 75% gehen, dass ich ein bisschen weiter raus kann. So, und wenn es mehrspaltig wird, soll das da drin linksbündig sein. Okay, das Prinzip ist hoffentlich klar. Was muss ich machen? Also erstmal oben habe ich natürlich semantisch akzeptablen HTML-Code, auch wenn ich das Alt-Attribut hätte ausfüllen können. Bedeutet ein Container-Element, Figure für Abbildung und da drin Bild und Fig-Caption für Bildunterschrift. Ja, also nicht irgendwie Div, das Thema hatten wir auch. Und dann sage ich dem Eltern-Element Text-Align-Center. Damit zentriere ich alles da drin, aber ich muss zusätzlich noch Fig-Caption zu Display-Inline-Block machen. Display-Inline-Block bedeutet, das Element reagiert auf Höhe und Breite und Ausrichtung und so weiter, aber ist trotzdem noch so breit wie der Inhalt, der da drin steht. Das ist der Unterschied zwischen Inline, Inline-Block und Block. Block geht über die volle Breite, Inline ist so breit wie der Inhalt selber, aber Inline reagiert nicht auf Dimensionen und lässt sich schlecht ausrichten, deswegen ist Inline-Block die einzige Lösung, die hier funktioniert. Und damit habe ich eine Bildunterschrift, die immer so lang ist wie das, was ich reingeschrieben habe, aber in der Mitte ausgerichtet. Und in diesem Element sage ich Text-Align-Left. Und sobald ich den Text jetzt so lang schreibe, dass der an die Kante stößt, sehe ich erst, dass das linksbündig ist und dann wird es linksbündig. Also ich zeige es nochmal, wie es dann ausgesehen hat. Und ich denke, es ist klar, dass das was ist, was man im Detailbereich einsetzen würde, aber ich hätte eben hier diese Bildunterschrift. Ich schreibe da rein und in dem Augenblick, wo es zweizeilig wird, ist das linksbündig. Und es war immer schon linksbündig, aber ich habe es einfach nur nicht gesehen. Ja, aber das hat nichts mit moderner Technik zu tun. Das ist HTML und CSS, super oldschool. Dass man halt einfach diese Basics, was diese Display-Eigenschaft angeht, gut beherrscht. Damit könnte ich dann eben auch sowas machen, dass die Sachen nicht zentriert ausrichten. Also es ist jetzt nicht nur was ich für die Bildunterschrift verwende, auch wenn wir das standardmäßig eigentlich bei uns so einsetzen in Projekten. Aber ich denke, man kann das abstrahieren.
Viewport Units war so das nächste, was auch relativ populär war. Mit den Einheiten VH und VW kann ich abfragen, wie hoch oder breit ist das Browserfenster. Dann habe ich natürlich diese Möglichkeit. Ich setze die Schriftgröße in der Einheit VH. Das heißt, ich gebe dieser Schrift zum Beispiel die Breite 12 VH als Font Size. Und damit habe ich die Schriftgröße in einer Einheit angegeben, die abhängig ist von meiner Displaybreite. So, also wenn 12 VH jetzt gerade dieser Displaybreite entsprechen, dann entsprechen 12 VH jetzt auch dieser Displaybreite und dieser und dieser und dieser. Das heißt, das ist stufenlos skaliert, dadurch, dass die Schriftgröße einfach in einer flexiblen Einheit gestaltet ist, die auch sehr, sehr schwer in einem Grafikdesign-Tool oder so zu layouten wäre. Das, was ich häufiger sehe, ist, dass man Breakpoints setzt mit Media Queries und sagt, auf kleinen Geräten 16 Pixel und dann 18 und 20. Das heißt, ich habe wieder diese Stufen. So, ich möchte aber eigentlich, dass es ein bisschen smarter ist. Das wäre der Code natürlich. Ich denke, das hat man auch durchaus schon mal irgendwo gesehen, aber es gehört für mich trotzdem in den Kontext dieses Talks rein. Also einfach Font Size 12 VW. Also die Anzahl 12 muss man ausprobieren, die ist abhängig von der Länge des Wortes. Damit kann ich dann auch sowas machen, dass ich eben sage, ich habe komplexere Sachen, also zum Beispiel ein Button, der hat eine Linie, der hat einen Innenabstand, der hat hier Außenabstände und ich möchte, dass dieser Text hier immer perfekt neben diesem Bild ist. Und damit er mir jetzt nicht so blöd umbricht, gebe ich die Sachen alle in VH an, oder in VW in diesem Fall, in nicht nur die Font Size, sondern auch sowas wie Padding, Border und so weiter. Ich kann die Sachen in Abhängigkeit setzen zueinander und damit komplett skalieren. Das würde ich jetzt natürlich nicht als Best Practice empfinden, weil das zu klein werden kann oder zu groß werden kann, aber es wird häufig genutzt in einem bestimmten Bereich der Seite. So. Gut, also dass man es hier auch mal als Beispiel gesehen hat, ich zeige einmal nochmal den Code dazu. So sah es aus. Ich gebe einigen Sachen in VW an, also hier 7 VW, 4 VW, das kann man ausrechnen. Und dann gebe ich Padding und Border in EM an. EM ist ja abhängig von der Schriftgröße. Das heißt, wenn sich die Schriftgröße ändert, die sich wiederum ändert, wenn sich die Viewport-Breite ändert, dann ändert sich alles. Und deswegen ist alles voneinander abhängig und alles flexibel, nichts kann kaputt gehen. Auch nicht super fancy, denn das ist durchaus schon fast in Richtung Best Practice, denn diese Formel hier ist relativ bekannt. Damit kann ich definieren, dass meine Schrift mit der gerade kennengelernten Technik stufenlos skaliert, aber dass ich eine Untergrenze und eine Obergrenze setze. Ich sage also, ich möchte, dass die Schrift eine Mindestgröße hat und eine Maximalgröße und dass diese Skalierung stattfindet zwischen einer maximalen Viewportgröße und einer minimalen Viewportgröße. Irgendjemand ist darauf gekommen, keine Ahnung. Aber so würde es dann in der Praxis aussehen. Da gab es ein bisschen Probleme mit dem Internet Explorer, weil der verschachtelte Berechnungen innerhalb von der Kalkfunktion nicht gut konnte. Aber hier würde man rauslesen, zwischen 320 und 1600 Pixeln skaliert die Schrift und sie ist mindestens 16 Pixel groß und maximal 28. Ja, das ist das, was in dieser Range passieren würde. Und das ist dann wiederum Best Practice, denn das würden wir dann zum Beispiel hier bei Dropbox sehen, dass die sowas einsetzen. Es ist genau die Technik, wenn ihr die im Quelltext analysieren würdet, wo solche Sachen mitgemacht werden. Als nächstes kommt hier ein Breakpoint, deswegen habe ich das nur an so einer kleinen Stelle gezeigt, weil das ansonsten für die Visualisierung nicht so gut gewesen ist. Okay, Multicolumns. Ziemlich alt, ziemlich flexibel, denn Multicolumns sind automatisch responsive. Also sowas wäre mit Multicolumns problemlos möglich. Das hat auch nichts mit Grid oder Flexbox oder so zu tun, sondern es ist einfach nur dieser Code. Ich sage, ich habe einen Absatz und der kriegt Column Width 300 Pixel oder einen beliebigen anderen Wert. Das ist richtig altes CSS eigentlich. Und wenn jetzt der ganze Container, in dem dieser Absatz hier ausgeführt wird, halt relativ groß wird, dann wird es automatisch mehrspaltig, sobald zweimal 300 Pixel plus der Abstand, den ich dazwischen definiert habe, passt. Das heißt, es wird zweispaltig ab 300 Pixel plus 300 Pixel plus 3EM. Ja, dann wird es zweispaltig. Dann hätte ich eben wieder hier, ich zeige es nochmal, diese Lösung. Auf riesengroßen Displays würde es extrem vielspaltig werden und ansonsten definiere ich, ab 300 Pixel hat die Komponente Content, so nenne ich die jetzt mal, dieses Bewusstsein möchte ich ja auch erreichen, die hat einen in sich gesetzten Breakpoint.
Wie gesagt, relativ altes CSS. Und das kann ich auch mit einer etwas abgewandelten Schreibweise noch ein bisschen verfeinern. Wenn ich nicht schreibe Column Width, sondern einfach Columns, dann kann ich sagen, ich hätte gerne, dass die bei 300 Pixel den Breakpoint haben, aber es sollen nie mehr als 2 werden, damit ich nicht 5 nebeneinander habe. Damit hätte ich dann eben eine sehr ähnliche Lösung, aber es sind maximal 2 Spalten und bei 300 Pixeln, oder nicht bei 300 Pixeln ist der Breakpoint, sondern die Spalten werden mehrspaltig, sobald sie 300 Pixel Platz haben. Das ist der Unterschied an der Stelle. Du hast eine Frage, ja? Absolut. Absolut, auch bei dem anderen Beispiel eben, würde ich jetzt wahrscheinlich eher das Ganze in REM setzen oder so, aber hier ging es mir jetzt darum, dass es auch leichter vorstellbar ist, die Einheiten EM und REM, ich hoffe, wir sind uns einig, dass Pixelwerte insgesamt vermieden werden sollten im Code, bis auf wenige Ausnahmen. Auch Media Queries würde man wahrscheinlich eher in EM oder REM setzen, damit sie zoombar, skalierbar sind und so weiter. Aber man kann sich einfach 300 Pixel besser vorstellen als irgendeinen EM oder REM-Wert. Aber absolut bin ich 100% deiner Meinung. Quantity Queries. Auch eine durchaus etablierte Technik, die wir in nahezu jedem Live-Projekt einsetzen. Damit mache ich sowas. Ihr seht, die Demo liegt bei uns seit 2015 auch. Ich möchte auch an die ein oder andere Technik nochmal erinnern, dass es die gibt. Aber wenn ihr hier oben so eine 2015 seht, dann könnt ihr im Rückschluss auch sagen, das Ding läuft auf jeden Fall im Browser. Ja, weil es ist relativ alt. Mit einem Quantity Query mache ich sowas hier. Ich sage, ab einer bestimmten Anzahl an Kind-Elementen möchte ich, dass die Komponente sich verändert. Ich habe hier oben 2 Buttons drüber gesetzt, die mit JavaScript Menüpunkte entfernen und hinzufügen. Das ist das Einzige, was ich hier mit JavaScript mache, weil das die beste Lösung ist, um euch das hier zu zeigen. Aber das Pattern an sich hat kein JavaScript. Und ich sage, sobald es 5 Menüpunkte sind, werden alle rot. Ich denke, man kann das fortführen, so nach dem Motto, wenn es 5 Menüpunkte sind, sind sie untereinander und wenn es weniger sind, nebeneinander oder sowas. Das ist jetzt hier nur, damit man es sich relativ gut vorstellen kann. Und ein Quantity Query funktioniert mit Nth Last Child als CSS-Selektor. Und zwar, indem ich von hinten zähle. Ich habe also eine ungeordnete Liste. In dieser ungeordneten Liste sind natürlich Listenpunkte. Und ich möchte jetzt, dass bei 5 Listenpunkten etwas passiert. Also zähle ich von hinten Nth of Last Child und sage, gibt es denn 5? Mal angenommen, es gäbe weniger 5, würde der Selektor nicht greifen. Weil er nicht bis zum Ende kommen würde. Er würde also einfach übersprungen, weil er nicht existiert. Er funktioniert nicht. So, und dann sage ich Komma, wenn es also 5 gibt, dann nimm doch bitte von diesen 5 tilde li alle Geschwisterelemente. Also tilde ist Geschwisterelemente. Hoffe, das ist klar. Und dann werden sie alle rot. So, das ist so der Trick hinter dem Quantity Query. Die muss man sich auch nicht merken. Aber damit würde ich dann eben, das war das Beispiel, was ich gerade hatte, auch sowas hier machen. Menüpunkt, Menüpunkt, alle untereinander. Ja. Ist jetzt auch nur ein plakatives Beispiel. Oder sowas wie ein Bild, zwei Bild, drei Bild, vier Bild sind als Quadrat, fünf Bild wieder nebeneinander, sechs Bild sollen so angeordnet werden. Da kann ich natürlich dann mit spielen, was ich da dann gerne machen möchte. Aber die Technik ist grundsätzlich, ich zähle mit einem CSS-Selektor durch. Und wenn der gültig ist, kann ich eine Abhängigkeit bauen. Da gibt es ein Tool für. Deswegen, ihr braucht euch den Code nicht zu merken. Da gebt ihr das einfach ein. Ihr sagt ULLI. Ich hätte gerne mindestens 4 Elemente, dann sagt ihr Create Query, der baut das Ding hier oben und dann kann man das hier unten machen so und halt gucken, ob das funktioniert. Und ich kann das auch nach oben und unten eingrenzen, also mindestens 4, maximal 8 Punkte. Auch damit kann ich komponentenbasierte Breakpoints setzen. Okay, Flexbox. Ich hätte gerne die Card-Komponente, die ich eben schon mal in blau und grün gezeigt hatte. Sie ist nebeneinander. Wenn sie viel Platz hat und untereinander, wenn sie wenig Platz hat. Der Breakpoint ist in der Komponente gesetzt. Das ist relativ simpel. Ich habe oben den HTML-Code und unten den CSS-Code. Und zwar, also dass der HTML-Code optimiert werden kann, ich denke, es ist klar hier mit Diffs, es geht um die Grundstruktur. Ich habe also eine Card-Komponente und da drin 2 Kind-Elemente, Media und Content. Das eine ist das Bild, das andere der Text. Jetzt sage ich der Card, du bist DisplayFlex. Damit richtet sich alles innerhalb der Flexbox nebeneinander aus. Und dann sage ich Card, Pfeil, Sternchen. Das heißt,
alle direkten Kind-Elemente, egal welchen Typ sie sind. Das bedeutet, ich habe diesen Selektor nur geschrieben, weil ich hier keinen Platz hatte. Ich hätte auch schreiben können, Klasse Media, Klasse Content. Das wäre genau das Gleiche. Ja, es ist nur schlanker. Und dann sage ich, die beiden Elemente da drin, die aktuell nebeneinander sind durch DisplayFlex, die sollen größer werden dürfen, dank FlexGrow. Und sie sollen auch kleiner werden dürfen, dank FlexShrink. Und ich sage, die FlexBasis ist 280 Pixel. Jetzt würde, wenn der Befehl FlexWrap fehlen würde, normalerweise das zusammengequetscht werden können, ganz, ganz weit, weil sozusagen die Flexibilität der Komponente so hochwertig ist, dass die auch unter die 280 Pixel drunter gehen werden, also die Flexbox von ihrem Verhalten, weil sie sagt, ich versuche die Fehldarstellung zu vermeiden, du hast zwar gesagt 280 Pixel, das passt aber nicht, ich lasse die Dinge aber trotzdem nebeneinander. Und das kann ich verhindern mit FlexWrap. Wenn ich sage FlexWrap und FlexBasis 280 Pixel, bedeutet, dass die beiden Sachen schieben sich zusammen und sobald eine davon 280 Pixel erreicht, brechen die untereinander und schnappen auf die volle Breite dank FlexGrow. Das ist das, was in dieser Komponente passiert. Und dann habe ich natürlich das. Sie dürfen schrumpfen und wachsen, dank FlexGrow. Und sobald das Bild links 280 Pixel erreicht, wrappen die untereinander und growen sofort wieder auf die Breite, die sie haben. Das ist der Trick mit FlexGrow und Shrink. Ich habe das jetzt hier in der langen Schreibweise reingeschrieben, damit man die Werte besser sehen kann. Ich könnte auch schreiben Flex, Doppelpunkt 11280. Das ist das, was man häufiger sieht. Geht natürlich auch mit dem Bild. Dann habe ich jetzt hier Object Fit oder sowas. Nicht, dass ihr denkt, das funktioniert nur, wenn ich da ein schwarzes Rechteck auf die linke Seite packe. Okay, dann hätte ich das hier. Drei Cards. Also das Beispiel von eben, was ohne Element Queries halt nicht gut funktioniert. Und da passiert jetzt in der Flexbox Folgendes. Wenn ich drei habe und irgendwann die untereinander brechen, dann growt die untere ja und geht auf die volle Breite und nimmt dadurch wieder den zweiten Zustand ein. Das ist jetzt eine echte Layout-Frage, ob das jetzt gewünscht ist oder nicht gewünscht ist. Das kommt jetzt auf den Content an. Aber standardmäßig, sobald eine dieser drei Spalten runterrutscht, wächst sie wieder und das, was in dieser Spalte drin ist, nimmt dann den Status ein, den es halt bekommen soll. Der Code ist eigentlich nicht besonders kompliziert. Ich habe nur einen Container drumherum gesetzt und da drin nochmal genau das Gleiche gemacht. Ich habe gesagt, wieder, der Container ist auch eine Flexbox, der beinhaltet jetzt drei von diesen Card-Elementen. Auch die sollen wrappen und auch hier ist der Breakpoint bei 280 Pixel. Also an der gleichen Stelle wie bei der Card selber. Ich habe den Code von der Card jetzt weggelassen, den von dem vorherigen Beispiel, ja, weil es nicht passen würde. Und diese Kalksache hier, die ist nur notwendig, weil ich ja zwischen den Cards einen Abstand haben möchte von 1 EM. Und deswegen habe ich gesagt, der Punkt, an dem das umbrechen soll, ist 280 plus rechts und links 1 EM. Das ist der einzige Grund für die Kalkfunktion. Ja, also die ist nicht notwendig an der Stelle. Damit hätte ich aber auf jeden Fall dann eben solche Lösungen, dass das nach unten bricht und auf die volle Breite geht. Oder sowas hier, dass der nicht auf die volle Breite geht, das kann ich tricksen, indem ich hier zum Beispiel dem Container ein After-Element gebe. Damit gibt es ein viertes Element, was dann unten rechts unsichtbar in der Ecke ist und verhindert, dass das linke growt auf die volle Breite. Ja, also falls das eine unerwünschte Fehldarstellung gewesen sein sollte. So. Aber Fakt ist, ich habe diesen Zustand und ich habe diesen Zustand und ich habe einen Zwischenschritt. Entweder rutscht die eine Box runter und geht auf die volle Breite oder die rutscht einfach nur runter, aber ich habe einen Zwischenschritt. Das war lange Zeit etwas, was man nicht wollte. Und da gab es vor kurzem einen Artikel, The Holy Albatross. Weiß nicht genau, wer ihn kennt oder wer ihn dann im Kern verstanden hat. Das ist auch mal eine ganz andere Sache. Hayden Pickering hat den veröffentlicht. Er ist hier ehrlich gesagt ein klein bisschen inhaltlich kritisiert worden, weil er die eine oder andere Sache sehr drastisch formuliert hat in dem Artikel, also mit irgendwelchen Beispielen, JavaScript und hat Krankheiten verglichen und so weiter. Das war eigentlich dem Thema nicht unbedingt so zielführend. Dafür ist er so ein bisschen kritisiert worden in den Kommentaren, aber er hat dieses Problem hier eigentlich beschrieben, und zwar, ich möchte von dem einen Zustand auf den anderen und ich möchte den Zwischenschritt, egal ob der auf die volle Breite geht oder hier links, ich möchte ihn überspringen.
So. Und ja, er hat natürlich hier oben auch geschrieben, was er in den letzten Monaten gemacht hat. Scratching my head, staring out of the window, screaming into a pillow und so weiter, ja. Auf dem Weg hin zu dieser Lösung. So, und er schreibt natürlich hier, ja klar, ich kann Media Query benutzen, so, ja gut, das ist aber nicht das Ding, weil damit kriege ich die Probleme, die ich eben beschrieben habe. Gut, ich kann es auch mit JavaScript machen, das wäre dann der JavaScript-Code, grab and go, wenn ihr das haben wollt. Hier wäre es. Aber man kann es auch mit der hier beschriebenen Lösung machen. So, die möchte ich kurz erklären, wie die funktioniert. Die ist nicht leicht verständlich, deswegen gibt es einen Folgeartikel von ihm und es gibt andere Artikel, die heißen so Understanding the Holy Albatross und so weiter. Ja, das, also nehmt es einfach so hin, es funktioniert. Was hier passiert ist, ich setze den Wert FlexBasis mit einer Calc-Funktion, berechne ich den so, dass der abhängig ist von der Viewport, also von der Breite des Containers, 100%, und zwinge damit den Wert FlexBasis dazu, dass er, wenn das Display klein ist, einen extrem hohen Negativwert einnimmt und wenn das Display größer ist, als oder der Container größer ist, als das hier der angegebene Breakpoint ist, dann wird der FlexBasis-Wert groß sein. Das kann ich mir anzeigen, wenn ich hier so eine Demo mir anschaue. Ich hätte damit diese Lösung, es ist untereinander und ab 800 Pixeln nebeneinander mit Flexbox. Wenn ich dieses Beispiel nehme und den Firefox öffne, da gibt es extrem gute Entwicklertools für Flexbox und Grid, dann kann ich hier unter Layout mir Basis und so weiter anzeigen lassen. Dann seht ihr jetzt hier den Wert. Aktuell, wir sind sozusagen auf der rechten Seite des Breakpoints, also die Sachen sind nebeneinander, haben wir 222 Pixel. Und wenn das Ganze jetzt kleiner wird, zack, dann haben wir plötzlich minus 78.204. Ja? Und das ist sozusagen der Trick. Damit zwingt man diesen Wert in so zwei Extremsituationen und damit baut man diesen Breakpoint. Ja? Ihr müsst das nicht im Kern verstehen, ihr könnt euch den Artikel durchlesen und dann nochmal und nochmal und an eurer Intelligenz zweifeln, so wie ich. Und dann lest ihr nochmal und dann akzeptiert ihr es einfach. So, es funktioniert in der Praxis. Ich habe es auch im Kern schon verstanden, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich hätte sehr lange in meinen Pillow cryen können. Ich hätte diese Lösung wahrscheinlich nicht erfunden. Aber dafür ist Hayden Pickering bekannt, solche Sachen auszubrüten. Okay. Wenn ich das anwende auf mein Beispiel, dann hätte ich eben sowas. Also ich wende jetzt einfach nur diese Zeile, die ich hier gezeigt habe, noch zusätzlich auf meinen Container an. Und dann habe ich mein Beispiel mit den Cards. Und bei 800 Pixeln kommt der Breakpoint. Die nehmen automatisch den Zustand ein, den die kriegen sollen, wenn sie viel Platz haben, bis der Breakpoint der Card irgendwann erreicht ist und sie sind wieder untereinander. Ja, das kann ich natürlich nicht nur mit diesem Pattern umsetzen, sondern mit ganz vielen Pattern. Das ist nur relativ gut vorstellbar, hoffe ich, was für eine Flexibilität damit möglich ist. Und das ist eigentlich de facto mit einem Trick, der aber funktioniert, deswegen ist es für mich kein richtiger Hack so, ist das ein Element Query. Ich sage, bei 800 Pixeln soll der Breakpoint dieser Komponente sein, unabhängig davon, wo ich die reinsetze. Ich kann jetzt von den Dingern fünf nebeneinander packen, denen einzelne Breakpoints geben, das wird funktionieren. Das ist eigentlich das, was man mit einem Element Query wollte, ohne JavaScript. Also ganz interessant, oder sehr interessant, worauf er da gekommen ist. So, als letztes CSS Grid. Ich habe einen Container, dem sage ich Display Grid. Damit wird das Ding ein Grid. Und dann sage ich, in dir gibt es drei Spalten, die haben eine Breite von 300 Pixeln. Dann sieht es so aus. Es ist nichts fluid, nichts responsive. Mach mal eben hier den Firefox wieder zu, dass man so es ein bisschen schöner sehen kann. Okay. So, der nächste Schritt dieses Beispiels, dass man es ein bisschen besser versteht, ist, ich kann anstelle von drei festen Spalten auch sagen, die werden geschrieben in der Einheit min-max. Das bedeutet, jede einzelne Spalte, es gibt jetzt drei, ist mindestens 300 und maximal 500. Das heißt, variabel zwischen 300 und 500 Pixeln. Dann sieht es so aus. Es schrumpft, aber es wird irgendwann an eine Unterkante stoßen und es wird, auch wenn ich jetzt hier rauszoome, irgendwann an eine Oberkante stoßen. Also bei 3 mal 500 ist die Oberkante, bei 3 mal 300 ist die Unterkante. Okay, also Min-Max als Spaltenbreite. Dann sage ich, einfach weil es smarter geschrieben ist, ich habe keinen Bock, das dreimal zu schreiben, ich schreibe einfach Repeat 3
Mal diese Sache. Das macht genau das Gleiche, ist einfach nur schöner geschrieben. Oder zumindest, es sieht aus, als hätte man es besser drauf, wenn man so schreibt, ja? Okay, gut. Das Beispiel muss ich also nicht zeigen, es hat sich nichts verändert. Und dann kommt die schöne Eigenschaft Autofit. Autofit bedeutet, die Anzahl, die ich vorher mit 3 definiert hatte, soll jetzt automatisch vom Grid gewählt werden. Und zwar je nachdem, was halt hier so passt. Dann hätte ich eben wieder sowas. Sobald ich hier an diesen Punkt komme, dass das nicht mehr passt, bricht es untereinander. Und der letzte Schritt, den ich brauche, ist, dass ich den oberen Wert nicht bei 500 Pixeln begrenze, sondern sage, das Ding darf jetzt wieder growen. So ähnlich wie in der Flexbox. Also so groß werden, wie es kann. Das ist in Grid eben die Einheit NFR. Und damit sage ich, ich habe Spalten. Bei 300 Pixeln sollen immer wieder mehr entstehen. Ja, sobald die 300 Pixel Platz haben, sollen es mehrere werden. Und dann so viele, wie es passt. Ja, und wie viele das dann sind, definiere ich eben durch die Breite meines Containers. Das wäre ja hier das Element mit der Klasse Grid. Gut, dann hätte ich das hier. Ja, also alles ist fluid und die Dinger werden nicht kleiner als 300 Pixel. Also ähnlich wie das, was mit Multicolumns möglich ist, aber besser geeignet, wenn innerhalb der Spalten was anderes ist als Fließtext. Multicolumns ist wirklich gut für Texte und nicht gut, wenn ich komplexere Sachen da drin habe. Dann kann das nämlich passieren, dass die so über die Kante gehen und die Hälfte hängt hier und die andere Hälfte hängt da oben. So, das ist mit CSS Grid dann definitiv besser gelöst. Ja, und die entscheidende Sache, die an dieser Stelle Grid von Flexbox unterscheidet, ist eigentlich, dass es in Grid die Eigenschaft Grid Auto Row gibt. Und das bedeutet, ich möchte, dass die Spalten alle gleich hoch sind und sich an der, in diesem Fall mit dem maximalen Inhalt orientieren. Das wäre bei Flexbox so ohne weiteres nicht möglich. Das heißt, wenn ich rauszoome und eine einzelne Spalte entsteht, in der jetzt nur das Wort Hallo steht, dann würde bei Flexbox immer das die gleiche Höhe haben, was nebeneinander steht. Und da dieses Element alleine hier steht, wäre es jetzt nur so hoch, es sei denn, ich würde eine manuelle Höhe festlegen. Und hier mit Autogrow, wie heißt es jetzt? Muss ich selber schon wieder gucken. Auto Rows, genau. Sage ich, bitte alle Spalten so groß machen, wie die mit dem maximalen Inhalt, ja, um ein einheitliches Layout hinzubekommen. Ja, das wäre eine Lösung auf Basis von CSS Grid. Ja, und dann kann ich das natürlich kombinieren und damit möchte ich dann auch langsam, sonst kriege ich hier gleich echt Ärger, wir gucken schon sehr böse, zum Abschluss kommen. Ich habe hier oben die Technik, die ich bei der Bildunterschrift gewählt habe. Dann habe ich hier sowas wie Flexbox, hier habe ich Multicolumns, hier habe ich diesen Albatross mit mehreren Card-Elementen und hier unten habe ich die Grid-Angelegenheit. So, und ich habe ein Layout, was, ich sag mal, an verschiedenen Stellen Breakpoints, das ist natürlich nur eine technische Demo jetzt. So, wenn ich also hier runter scrolle, wird es hier plötzlich zweispaltig, hier die Cards sehen so aus, hier bricht das so um, das ist so ein Instagram-Ding oder so, wenn es halt wieder schmaler wird, bricht das irgendwann um. Hier sind die jetzt so, hier so, hier so. Das jetzt mit dem Text muss man natürlich dann noch austarieren, die brechen dann irgendwann untereinander. So, jetzt sind die Cards, hier ist es nur noch einspaltig, die sind alle untereinander, hier so. Ja, das heißt, das Layout geht komplett flexibel über alle Displaygrößen. Beurteilt mich jetzt bitte nicht dafür, dass das hier nicht ganz bündig ist. Ja, wenn ich jetzt hier runtergehe, habe ich hier plötzlich ein Margin rechts und links, was nicht sauber ist. Ich hatte einfach keine Lust, das für diese Präsentation zu machen, weil ich euch das auch einfach sagen kann, dass das geht. So, es ist aber noch ein bisschen lästig gewesen und deswegen habe ich es weggelassen. Aber man würde problemlos das hinbekommen, dass diese Abstände so sind wie diese und dass die horizontalen und vertikalen Linien nicht so asynchron laufen wie jetzt hier. Ja, ich wollte einfach zeigen, wie ich die Techniken kombinieren kann. Ja, und damit habe ich im Endeffekt ein Layout komplett über alle Displaygrößen, ohne wirkliche Kompromisse an einer Stelle. Also hier der Breakpoint ist jetzt vielleicht nicht gut gesetzt, aber das hängt jetzt mit der Textlänge hier zusammen. Ich habe eigentlich keine wirklichen unglücklichen Zwischenschritte und ich habe keinen einzigen Media Query. Alles ist in sich responsive. Und das ist eigentlich das, was wir letztendlich haben wollen und wo es hingehen wird, weil wir uns in Richtung von Komponenten-Libraries und Designsystemen entwickeln. Und das, der Media Query, der meine Displaygröße abfragt außenrum, ist an der Stelle einfach nicht mehr so entscheidend. Ja, was haben wir uns angeschaut? Verschiedene Techniken. Alle bitte auch
kennen, nicht nur am Ende alles mit Flexbox und Grid machen. Ich habe eben noch in der Pause mit jemandem gesprochen über einen Tutorial, wo es darum ging, wie ich mit Flexbox Elemente untereinander anordne. Also ehrlich gesagt, da braucht man kein Tutorial für, da lässt man die Flexbox einfach weg. Ja? Also nicht zu viel Technik darauf schütten. Wenn ich verstehe, wie Block- und Inline-Elemente funktionieren, kann ich mir ganz viel an Browser-Kompatibilität und so weiter hinten raus auch wieder sparen. Also verschiedene Techniken. Media Queries sind nicht überflüssig geworden. Nicht, dass ihr mich hier falsch versteht und das irgendwie twittert, so nach dem Motto, Jonas Helwig sagt, Media Queries sind nicht mehr notwendig. Das ist nicht die Aussage dieses Talks, aber man sollte überlegen, ob ich an dieser Stelle, in dieser Komponente, das nicht smarter machen kann. Aber die haben trotzdem nach wie vor ihren Anwendungsfall. Schon alleine, weil ich ja neue Media Queries habe, mit denen ich Mouse-Over-Effekte und alles Mögliche abfragen kann. So, hat mit dem Layout jetzt nicht direkt zu tun. Und eben bitte setzt die Breakpoints auf Komponenten und nicht auf Geräte. Ja, das wär's an dieser Stelle. Vielen Dank.